Hallo und herzlich willkommen zu unserer kleinen Feier hier im engsten Freundeskreis. Ich begrüße euch, in einem recht düsteren Age. Wir hatten ja letztes Mal diese schöne Liquifika-Dingsbums-Irgendwas-Kohle hier gefunden. Ich habe mittlerweile, wie ihr sicherlich schon gesehen habt, mein Jetpack gebaut. Das Problem ist, ich wollte mir jetzt nicht auch noch Free-Runner-Boots machen. Demnach müssen wir ein klein wenig aufpassen, wo wir nachher landen, beziehungsweise wie wir nachher landen. Und jetzt müssen wir aber schleunigst mal zusehen, dass wir hier irgendwie nach oben kommen, bevor ich hier überrannt werde. Ich wollte noch schnell einen Waypoint setzen, damit ich... Hallo? Ah. Weiß, wo es nach Hause geht. So. Und dann können wir hier, am besten in Richtung Licht fliegen, ne? Wo hatte ich denn gerade eben das Licht gesehen? Da hinten. Oh, das ist kein Licht. Shit. Ah, das ist kein Licht. Das ist irgendein Mob mit einer Glowstone-Rüstung oder sowas. Ah, oh, shit. Ja, dann, ich habe mir so ein Bett mitnehmen, ne? Einfach mal hoch. Ja, ich wusste's. Netherrack. Cool. Kann man ja irgendwie nur hoffen, dass man da auch Creeper findet. Nein, dass man da auch die Erze findet, die man im Nesa so findet, ne? So, jetzt wäre ich eigentlich mal dafür, dass wir hier relativ... Ah, nee, es geht glaube ich so gar nicht. Nee. Naja, mal schauen. Womit grabe ich mich denn hier durch? Damit. Dass wir uns einfach mal direkt nach oben graben. In der Hoffnung, relativ flott an der Oberfläche rauszukommen. Ich sehe meinen Jetpack arg schwinden. Die Füllstandanzeige meines Jetpacks. Na los, lass mich raus. Let me out, let me in, let me out, let me in. Hallo. Kurz mal umschauen. Oh. Gut. Na, hab ich ja wieder Glück gehabt, dass ich nicht von irgendwas angegriffen wurde. Und weiterer wichtiger Punkt, ich habe zum Glück genug Fuel dabei, um das hier durchzuziehen. Was? Achso, Nether Quartz Ohr. Na dann, hep. Mal ein bisschen Licht hier machen. Aha, sehr schön. Jetzt kann ich nur hoffen, dass nichts oben drüber ist, ne? Never dig straight up or down. Okay, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus. So, den nochmal weg. Aua. Die Fackel kann auch weg. Fackel kann auch weg. Da ist sie, danke. Und weiter geht's. Ja, voll die spannende Folge heute wieder, ne? Ben gräbt sich blind nach oben. Im wahrsten Sinne blind, im wahrsten Sinne des Wortes blind, denn ich sehe ja überhaupt nichts, außer Netherrack. Tja, und für zwischendurch Fackeln zu setzen, bin ich zu geizig, sorry. hallo? 112, 113, irgendwo muss doch da mal Licht kommen. Oder Nacht zumindest mal. Ja! Nein? Schlecht. Flüssigkeit. Ich will nicht ersticken. Nein! Oh, shit. So, und jetzt? Aua. Oh, nein! Oh. Wie kann man eigentlich so genial sein und sich genau in... Au. Lass mich doch in Ruhe. Aua, lass mich doch in Ruhe. So, und jetzt? Wie nett, dass das Wasser meine Fackeln verschont. Dafür macht es aber meine Kohle kaputt. So eine Sauerei. Ne? Okay, ist bei Kohle geblieben, ist in Ordnung. Jetzt bräuchte ich natürlich diesen
grandiosen Helm von der Power Armor, mit dem ich Wasser atmen kann, dann wäre das hier ein schöner Fahrstuhl. So ist es aber nur nervig, ne? Vor allen Dingen, weil ich jetzt hier natürlich, oh, das war ein Mob, ein klein wenig Problem habe, da wieder, das ist ein Zombie, das ist in Ordnung, das ist ein Creeper, das ist auch in Ordnung, das ist noch ein Zombie. Dann müsste ich es doch eigentlich schaffen, hier wieder rein zu ninjern. Und hoch. Und hoch. Und Block setzen. Perfekt. Hätte ich gleich machen sollen, ne? So, Licht. Und dann kramen wir jetzt nochmal eins nach oben. Und da ist immer noch Wasser. Und dann machen wir jetzt da einen Block hin. Und dann soll hier nämlich das Wasser weg sein. Und dann können wir jetzt wieder nach oben. Bitte? Kein Wasser. Oh, verdammt. Okay. Ah ja, perfekt. Das war's. So, zu. Nur für den Fall, dass hier irgendwas spawnt. Nicht, dass ich hier dann doch noch durch irgendwas gekillt werde. Und dann müssen wir uns doch jetzt langsam aber sicher mal hier in Gefilde vorwagen können, die dem Tageslicht relativ nahe kommen. Oder der Nacht. 25? 26? Ah, oh shit. So. Sehr schön sieht das hier aus. Was hat das Biom? Mangrove. Aha. Netherrack Mangrove. Troll. Wie sieht's hier aus? Alpen. Ja, ne? So sieht das in den Alpen immer aus. So schön, eben. Oh nein. Ja, ich glaube, dann finde ich hier keine Bäume, oder? Oh, wo ist denn mein Hängleiter? Na. Wir gehen mal eben ein bisschen auf Erkundung. Wir merken uns, wo wir rausgekommen sind. Nämlich da. Also den Baum hier mal kurz fällen. Boah, Mining Fatigue ist echt nervig. Ja, toll. Das war jetzt super. Gefällt das da? Mangrove Leaf. Nehmen wir mal eins mit, oder? Oh, da sehe ich eine Schleiminsel. Das wäre jetzt natürlich auch eine Idee, weil wir können nämlich aus Schleim ebenfalls Plastik herstellen. Wobei, mir fällt natürlich eigentlich ein, dass wir das Plastik ja gar nicht mehr brauchen, oder? Außer wir wollen nochmal diese Mine Factory Reloaded Maschinen bauen. Naja gut, das wissen wir früher oder später sowieso. Und sei es nur für eine Mob-Farm, ne? So, dann setzen wir hier am besten mal noch sowas rein, dass da kein Monster. Ups, reinfallen. Ben, zielen. Kein Monster reinfallen kann, wollte ich sagen. Ist jetzt hier natürlich auch genial, um Nessa Quartz zu farmen. Also hier einfach mal eine Quarry aufgestellt und gut ist, ne? Da haben wir hier Nessa Quartz ohne Ende. Sollten wir zumindest mal haben. Ich habe auf jeden Fall dahin schon eine Bibliothek gesehen. Und der werden wir uns gleich mal annehmen. Und dann können wir auch einfach in die Richtung weiterfliegen, in der Hoffnung, mal irgendwas anderes außer diesem ganzen Nessa-Gedöns hier zu finden. Mit Schwert natürlich hier rein. Nicht, dass da irgendwas irgendwo oben drauf sitzt. Eingang zu. Wer weiß, was sonst passiert. Dann schauen wir mal schnell. Ja, danke. Shit. Ich sehe es nicht. Natural Foliage Color. Haben wir jetzt wirklich zwei Stück? Nee, ne? Natural? Natural. Okay. Hä? Page? Natural Foliage Color? Ah, okay. Da ist ja eine verschwunden. Blossom. Cherry Blossom Grove. Das hört sich schön an. Und dann müsste hier irgendwo noch eine Kiste versteckt sein. Plop. Da ist er. Blub, 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 blub. Was haben wir hier noch gefunden? Page River Biome, Sky Color, Cherry Blossom hatten wir schon, Natural Page hatten wir auch, Natural Water Color, Forest Biome und Tropic Mountains. Mangrove können wir wegwerfen, das können wir wegwerfen, die Bücher behalten wir aber noch, wer weiß, wann wir eine Ender Quarry bauen wollen, wir brauchen ja tonnenweise Bücher. Oh, Hühner! Hallo! Ich brauche von dir Federn. Danke. Und Eier nehme ich natürlich auch. In der Hoffnung, dass da draußen Hühnchen entsteht, da kann ich mir noch eine Hühnerfarm bauen. Noch mehr Eier? Nee? Nee?
Naja, dann weiß ich auch, wo ich nachher Hühnernachschub bekomme. So, wir wollten aber auf jeden Fall weiter in eine Richtung fliegen, ne? Also, Jetpack, au, zählen, Höhe gewinnen und Feuer frei. Tja. Wie gesagt, ich habe das ungute Gefühl, wir finden hier wirklich nur diese blöden Growth-Dinger. Wenn das Age hier nur aus diesen beiden Biomen besteht. Was haben wir hier? Thinned Pasture. Okay, da wachsen auch keine Bäume. Netherrack sei Dank. Nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Schade. Immerhin können wir mit diesem Age unsere Energieprobleme der Vergangenheit zuschreiben. Der Vergangenheit überantworten. Ich bin mir sicher, dass jemand von euch weiß, was ich mit dieser Liquifi-Ki-Ka-Ka-Ka-Ka-Dingsbums-Kohle anfangen kann. Ich weiß es noch nicht. Wenn mir unter die letzte Folge noch niemand was drunter geschrieben hat, werde ich wohl zur nächsten Folge mal nachsehen, was es da gibt. Nee. 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 Sieht nicht sonderlich, tja, ne, ergiebig aus, was Rubber Trees betrifft. Und auch was Tiere betrifft. Was haben wir hier? Noch ein Huhn? Ah, noch ein Huhn. Hallo. Hi guys, please give me eggs. Los. Mach ein Ei. Mach ein Ei, mach ein Ei, mach ein Ei, mach ein Ei. Daneben nicht. Naja, ich werde mich auch mal notgedrungenermaßen wieder auf den Heimweg machen. Wir werden mal ein bisschen parallel dazu fliegen. Mal schauen, ob wir noch irgendeine Bibliothek finden. So, ein bisschen nach da. Gerade so außer Sichtweite und dann wieder nach oben. Oh ja. Da fehlen ein paar Chunks. Das ist schade, ne? Wenn es jetzt hier oben noch, wenn das jetzt ein Checkered-Biom gewesen wäre, hätten wir hier schöne Möglichkeit gehabt, Rubber Trees zu finden, und dann wäre das hier ein perfektes Biom für uns gewesen. Ach, Biom sage ich, Age. Aber so ist es leider nur für dieses Liquefied Coal und gegebenenfalls, oh, für eine Bibliothek. Nein, gegebenenfalls noch für für Nether Quartz zu brauchen. Eventuell kann es natürlich auch sein, dass ich hier noch andere Nether-Erze finde. Das wäre natürlich auch ganz schön. Müssen wir mal die Quarry aufstellen. Ja, ich gehe deshalb hier mit Schwert rein, mit gezücktem Schwert rein, weil ich hier schon mal von einer Spinne überrascht wurde oder einem Zombie oder sowas. War nicht so lustig, sage ich euch. Field Biome. Ne? Was haben wir hier noch? Gradient. Das sagt mir leider überhaupt nichts. Ice Plane. Okay. Und Sky Color. Haben wir, glaube ich, schon, oder? Naja, ich werde nachher sortieren. Da ist noch eins. Majestic Meadow. Und wir buddeln uns wieder zur Kiste vor. Oh Gott, mit diesem Mining Fatigue, das ist auch für hier Holzhacken zählt, ist wirklich unfair. Los! Oh, da ist keine Kiste. Wo ist die Kiste? Kiste! Geister! So viele Bücher. Eine kleine Kiste. Da ist er. So, Notebook, Notebook. Sublime Shrubland. Oh Gott, sagt mir auch nichts. Badlands, die kenne ich. Normal Lightning, ich habe keinen Platz mehr. Shit. Clear Modified, das ist gut. Ich habe keinen Platz mehr, das werfen wir raus. Das werfen wir raus und das werfen wir raus. Wir wissen jetzt ja, wo wir unendlich davon bekommen. Okay, und dann würde ich sagen, ich mache mich auf den Nachhauseweg, bereite ein nächstes Biom vor. Ach, ein nächstes Biom, ein nächstes Age vor. Und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder vorm Bookstand mit dem neuen Age. Und gucken, ob ich da auch. Perfekt, kann ich sehr. Bis dahin dann. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Ciao, ciao.
Das ist ein genialer Anblick, das da. Ciao, ciao. Euer Ben.